Und damit hallo und herzlich willkommen hier auf EPNV-Simulation. Ich bin so der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einer neuen Folge Omsi. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist eine Woche vergangen und ihr seht, es ist ein neuer DLC erschienen. Und den wollen wir uns heute mal anschauen. Und zwar von Harleycon gab es ein weiteres KI-Menschen. Paket, Update, keine Ahnung, kann man kaufen auf Harleycon und auf Steam. Das Ganze für 6,99 Euro. Wir sehen schon, wir haben eine richtig toppe Busfahrerfrau jetzt von der BVG mit heißen Sonnenbrille. Also bei Winter muss ich das so sein. Ja, das sieht cool aus. Ja, gerade aus dem Urlaub. Wir hatten einen Tag Schnee, sonst nichts. Jetzt muss ich mir den Schnee halt in Omsi holen. Deswegen fahren wir heute auf der Linie 137 hier von Hanneberg nach Freudstraße mit dem Doppeldecker DL09 von MAN und das Ganze, wie gesagt, halt mit den neuen Menschen. Wir können uns das Ganze mal anschauen. Hier sehen wir uns zum Beispiel schon mal, ne, also hier der Herr hier das Ganze, wie gesagt, 6,99 kostet das ganze Paket und beinhaltet halt weitere oder neue Busfahrer, die man sich dazu also hinzufügen kann auf jeglichen Karten und ja, weitere KI-Passanten und das Ganze in über 200 Auswahlgarnituren in Deutsch und in Englisch könnt ihr euch das Ganze dann halt dementsprechend dann einstellen. Und um mal zu gucken, wie das Ganze so aussieht, wie sie sich anhören, denke ich mal, machen wir das Ganze heute hier mal in der Folge. So, genug geredet, wir haben 10 Minuten mit dem Aufrüsten, aber das ist schon, ja, sollte jetzt nicht allzu schwer sein. Ich habe mich jetzt gerade ein bisschen schwer getan tatsächlich mit dem Ibis-Code, aber das haben wir jetzt auch hinbekommen und von daher sollte das passen. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich gucke hier runter und hier muss die Kamera sitzen, weil ich habe keinen Bock hier immer permanent nach oben gucken zu müssen. So, erstmal Licht überall an, Vorwärtsgang, die Türen, die sind zu, das ist okay. So, und Abblendlicht. So, ihr wisst immer, wie es ist, ne? So, Eintakt. So, eine Woche ohne Computer. Ja. Ist immer alles ein bisschen tricky. Also jetzt von 200 Auswahlgarnituren, die wir jetzt so gesehen hatten, sind zumal zwei gleiche Personen eingestiegen. Top! Die Bette quillt. Ja. Lassen wir uns mal überraschen. Wie sieht es denn hier aus mit Heizung? Ist kalt. Muss ich mal anhauen hier. So. Guck mal ganz kurz rüber. Ja, so zauntechnisch muss das Ganze passen. Denn spulen wir das Ganze mal vor. 7 Minuten haben wir. Und von daher können wir jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Steigen wir bitte ein. Einer. Alles klar, los geht's. Schon so lange nicht mehr gezockt hier. Mal gucken, ob wir es heute überhaupt hinbekommen. Das ist immer so nach einer Woche. Hat man ja alles wieder verlernt, was man so die ganze Zeit gemacht hat. Aber Urlaub war schön, Harz war toll. Kann ich nur empfehlen. Plenitzer Weg. Wir waren hoch im Geist gewesen. Da gibt es ein, ja, eigentlich ein kleiner Ort. War jetzt nichts Besonderes. Aber man konnte sich das Ganze halt auf jeden Fall mal gut mal angucken. Wir waren ja sonst immer nur am Wasser, so Nordsee, Ostsee. Und jetzt diesmal dachten wir mal so in die Berge. Vielleicht jetzt gerade ideales Wetter, temperaturmäßig so für Schnee und so. Nein. Warum? Warum sollte da Schnee liegen? Aber wir haben gesagt gehabt, fahren wir nochmal hin. Vielleicht jetzt nochmal im Januar oder sowas. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Glück, Schnee dort anzutreffen. Und dann passt das Ganze. Ja, warum benutze ich eigentlich diese DLCs relativ selten? Ich mag diese DLCs von Harleycon in dem Punkt jetzt nicht. So neue KI oder auch, also ob es jetzt ein Verkehr ist, ob es jetzt nun
ja, Menschen sind, das ist ein netter Gimmick, aber ich habe immer irgendwie das Gefühl, ich persönlich weiß es nicht, vielleicht liegt es nur an mir, ja, ich hab, oder vielleicht habt ihr damit natürlich auch schon Erfahrung gesammelt. Ich finde, die Performance geht manchmal dann in die Knie. Ob jetzt die Fahrzeuge sind oder die KI-Menschen, es läuft nicht mehr so 100% rund, wie es sonst laufen sollte. Bis 446. Weiß nicht, ob ihr da in dem Punkt vielleicht auch schon mal irgendwie was mitbekommen habt. Ich finde heute zum Beispiel, Omsi läuft so ein bisschen gefühlt zeitlupenmäßig. Es ist Berlin-Spandau, Standardkarte. Da sollte alles funktionieren. Ihr seht, es sind Standardfahrzeuge. Also es sind jetzt nicht mal irgendwelche anderen Fahrzeuge. Es ist halt kompletter Standard-Content, bloß dass wir weitere Menschen hinzugefügt haben. Und trotzdem fühlt sich das Ganze immer so irgendwie an, so, als ob das Ganze so zeitlupenmäßig so abläuft. Weiß ich nicht, deswegen bin ich da persönlich halt immer kein großer Fan von diesen DLCs. Semmeländerweg. War schon zu weit gewesen, wa? Ich wollte schon zur Obstallee, aber hier, auch hier, ne? Also, Menschen sind hinzugefügt, aber Hallo. Es sind halt immer noch die Hallo. Gleichen Menschen. Klar, man hätte jetzt die Standardmenschen vielleicht jetzt komplett austauschen können, ne? Aber da sehen wir zum Beispiel die junge Dame, die mitten im Winter hier läuft, hier mit einem T-Shirt. Ja, so ist das. Heerstraße, Sandstraße. Wir haben wieder ordentlich Verfrühung. So, leider muss ich jetzt mal ganz kurz. Ich bin schon so lange nicht mehr gefahren. Ja. Genau. Wir müssen hier abbiegen. Peinlich. Peinlich, peinlich. Wir sind doch zu früh, also wir zu spät. Ich guck mal ganz kurz. Ja, wir sind zu früh. So, kommen Sie rein. Können Sie rausgucken. Hallo, hallo, hallo. Guten Tag. Ja, guten Tag. Ja, ist natürlich, wie gesagt, perfekte Winterkleidung. Also, das muss ein Thermo-T-Shirt sein oder sowas, ja. Damit das Ganze richtig schön knackig frisch hält. Wundervoll. Das ist zum Beispiel mal so eine Sache. Ja, ich meine, das ist bei Standard-Content von Omsi ist es halt schon so. Ne? Ist ja schon, kennt man ja, ne? Meine Omsi ist ja keine Simulation von vor 100 Jahren. Doch, eigentlich schon. Das ist ja die Jahreszeit halt immer diesen Kleidungsstil, man nicht anpasst. Ja, natürlich würde ich dann halt immer gucken, dass man so Menschen irgendwie kreiert, ja, die so, wo alles durchgeht so. Also auch bei 30 Grad kann man ja irgendwie eine Jacke anziehen oder sowas halt. Ne? Also ist ja alles eigentlich in der Regel möglich. Sowas ist dann natürlich dann immer so ein bisschen fail, finde ich. Aber das ist, wie gesagt, meine Meinung. Vielleicht habt ihr, so seht ihr das Ganze halt komplett anders und nutzt dann die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein, ne? Und den, ja, aktuell, wie gesagt, großer Sale auch auf gamesplanet.de. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Wir sind ja aktuell Partner mittlerweile jetzt von Gamesplanet. Könnt ihr günstig kaufen und uns damit auch noch unterstützen. Würde ich eine relativ coole Sache finden, wenn ihr das macht. Ja, also, wenn ihr da irgendwie neue DLCs sucht, zum Beispiel rund um Omsi, Train Simulator, Train Sim World, schaut bei uns unten in der Videobeschreibung in die Reflinks rein. Dort könnt ihr, wie gesagt, günstig kaufen und uns unterstützen. Wäre voll cool, danke. So, aber wir fahren weiter. Genug Werbung gemacht hier. Jetzt ist ja auch Copper wieder unterwegs. Da müssen wir ja wieder aufpassen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt überhaupt noch so, ob man es überhaupt noch machen darf. Aber ich mache ja meine Videos sowieso
Also nicht kinderfreundlich. Es ist kein Kinder-Content, den ich hier mache. Dafür fluche ich viel zu oft. Boah, fällt mir scheiße. Ja, hab ich das vermisst. Ja, Manfred, Hammer. Hier will keiner, alles klar. Wir auch hier nach raus hier, dann können wir weiterfahren. Das ist übrigens 11 Uhr am Tag. Schon ein bisschen duster. Leubnitzer Weg. Leubnitzer Weg. Ich nehme meistens auch immer die Spandau-Karte. Die läuft halt von allen Karten her am besten. Da kann man dann halt so Experimente wie zum Beispiel KI-Fahrzeuge testen oder sowas. Ich habe ja letztes Mal die Karte X10 damit mal getestet gehabt mit den neuen KI-Fahrzeugen. Das ging ordentlich in die Hose. Da ist mir dann tatsächlich dann abgeschmiert. Aber hier sieht man es halt so richtig schön. Ja, das sieht irgendwie alles nicht richtig aus. Das sieht nicht aus, als ob hier jetzt hier wirklich flüssiges Gameplay ist. Hallo. Das kann dann nicht eigentlich nur an KI-Menschen, oder? Oder sind sie so polygonreich, dass man jetzt so sagt, so alles klar, das kann nur nicht. Kann nur der Mensch sein, aber so an sich läuft Omsi halt, ne? Aber ich weiß nicht. Also für mich sieht es aber so ein bisschen aus, als ob das Ganze in Zeitlupe läuft. Das habe ich meistens immer denn nach DLCs von Harlequin. Aber nur KI, so Sachen. Jetzt haben sie ja den neuen Bus ja nun angekündigt, ne? Hatte ich ja jetzt in den letzten News ja mal berichtet drüber, dass sie ja den Traditionsbus ja von Berlin jetzt hier angekündigt hatten. Das ist ein Bus, das scheint schon wieder irgendwas anderes zu sein, dann hoffe ich auf jeden Fall, ja. Dass es jetzt nicht nur so KI ist oder sowas, sondern dass es wirklich ein fahrbares Vehikel ist. Ja, müssen wir uns mal überraschen lassen. Lutener Straße. Es sind auch gefühlt immer die gleichen Menschen, die hier einsteigen. Die sind zu weit geschossen. Es sind halt immer die gleichen. Jetzt kommt sie wieder mit dem T-Shirt. Also, es wird angepriesen über 200 Variationen. Ich meine, klar, jetzt kannst du noch ein bisschen was um sie einstellen oder sowas, ja. Aber auch das sollte halt schon deutlich besser funktionieren. Haben schon wieder verfroren. Ach, das ist zu simpel. Zu simpel. Helvesiner Weg. So. Na, jetzt haben sie mal rin. Jetzt sind wir mal 3 an der Zahl. Also ich meine, man muss schon sagen, also sie haben schon, sie sehen schon aus wie richtige Menschen. Gut, hätte auch gewundert, wenn nicht, ja, wenn da so ein, auf einmal so iRobots hier reinlaufen oder sowas. Aber so von der ganzen, wie sie halt aussehen, ja, das sieht schon, das sehen wir hier leider gerade nicht mal so groß. Na, also wenn wir hier uns mal die Damen hier angucken. Da hat man hier, geht man wirklich schon so ein bisschen ins Detail, ne? Wenn man sich dazu mal die Standard-KI mal anguckt, die so vom Standard her so ankommen, ne, sieht man hier schon einen deutlichen Unterschied. Aber das sind zum Beispiel so Sachen, so, die natürlich auch ein bisschen die Performance dann so runterziehen, ne? Aber wie gesagt, also das ist wirklich Geschmackssache. Jeder sieht es da halt ein bisschen anders. Irgendwer findet das cool. Ja, wir hatten ja letztes Mal ja die Fahrzeuge gezeigt und da sagte man dann so, ja, so Fahrzeuge sind cool. So den Menschen eher so weniger. Ja, also das ist dann halt wirklich... Siegstraße. Man muss dazu sagen, dass das Ganze auch 690 gekostet hat. Ist eigentlich ein guter Preis, er ist fair, ja, der ist nicht zu teuer.
das kann man mal so machen für Menschen, ne? Wenn man zum Beispiel auch Busfahrer halt aus der Region so. Es sind halt nicht nur Busfahrer jetzt zum Beispiel von der BVG bei, wir haben natürlich auch welche von Wuppertal bei und von weiteren Bundesländern sind halt auch noch bei. Ne? Also das ist jetzt halt nicht nur der eine BVG-Mensch hier, also Dame, die wir jetzt aktuell haben, sondern es gibt halt auch noch mehr. Hier eine neue Oma. Wie gesagt, falls zum Beispiel die Menschen jetzt so an sich nicht gefallen, aber vielleicht einen richtigen Busfahrer drin haben möchte, für den ist das vielleicht eine ziemlich coole Sache, so X10 halt mit einem richtigen BVGer oder sowas halt miteinander zu verbinden. Für mich, wie gesagt, bleibt dabei, es ist ein nettes Spielerlitz, aber Siegel ist jetzt nicht wirklich notwendig. Zumal auch, glaube ich, einige das schon auch kostenlos angeboten haben. Also jetzt nicht diese Menschen, aber andere Menschen bereits kostenlos angeboten haben. Also weiß ich nicht, ob man denn sich Menschen zum Beispiel kaufen muss. Das ist dann halt immer. Deswegen Geschmackssache von der Qualität her. Sie zeigen lassen, aber ich habe sie jetzt auch noch nicht reden hören. Ja, jetzt ist spannender geworden. Jetzt sieht der spannender Kachel. Aber wir haben einfach mal 5 Minuten Verfrühung. Das ist Wahnsinn. Ich muss jetzt hier leider mal die Verfrühung mal kurz mal wegmachen hier. Das ist ja absolut keine Herausforderung mehr. Hallo. Oh. Der Junge hat mit mir gesprochen, habt ihr gehört. Lässt du mich hier fahren? Das wäre sehr freundlich von dir. So. Letztes Mal ein Bild gesehen, da weiß ich nicht, das kann nur ein Fake sein. Top 20 Spieler oder sowas, da stand Omsi auf Platz 5 oder so, irgendwo Platz 6, keine Ahnung. Also das ist natürlich schon. Ja, lass dich von sowas aber nicht ermutigen. Ich meine, Omsi ist eine beliebte Simulation, auch wenn sie halt nicht so populär ist wie zum Beispiel andere Simulationen oder andere Spiele. Bleibt Omsi halt seine eigene Nische, sage ich mal ganz vorsichtig. Ne? Aber es wird halt nie gegen irgendwelche kostenlose Spiele oder World of Warcraft oder Fortnite oder weiß ich, was das alles da noch so existiert, ja. Wird sich Omsi leider nie so wirklich behaupten können. Cool wäre es natürlich, ja, aber naja. Dafür haben es einfach zu wenige Leute gekauft oder gespielt oder. Meistens misst man ja sowas an Verkaufszahlen. Brunsbütteler Damm, Ruhlebener Straße. Und da ist halt einfach mal schon so, es hat sich in World of Warcraft einfach schon gefühlt zu Trillionen Mal mehr verkauft als ein Omsi. Ja, wenn denn natürlich noch alle, dann müssen alle gleichzeitig zocken, damit man sowas erreicht, aber. Wäre vielleicht mal eine neue Challenge oder sowas, ne? Das könnte man mal machen. So, Brunsbüttler Damm. Hier ist immer ein bisschen voller, aber auch hier sehen wir halt eigentlich immer nur die gleichen Menschen. Hier kommt mal. Schönen guten Tag. Und aus der anderen Herkunft. Hallo. Asiaten. Sagt man das so? Freundlich? Asiaten? Weiß ich jetzt nicht. Nicht, dass es jetzt hier abfällig jetzt irgendwie rüberkommt. So, dann geht's weiter nach Spandau. Ja, Winter, wie gesagt, jetzt startet jetzt voll durch. Yes. Denkt übrigens, ja, weil das ist der erste Adventskalender, Türchen und so, ne? Ich bin am überlegen, ob ich auch sowas hier auf dem Kanal mache. Ob ich da so eine Aktion mache oder sowas. Auch ob es einen Weihnachtsstream geben wird, da weiß ich auch noch nicht so hundertprozentig. Könnt ihr ja gerne mal eure Ideen mal einfach mal so in die Kommentare posten. Das wäre natürlich eine coole Sache. Ja, was ihr davon so halten würdet, so Weihnachtsstream, Adventskalender mäßig oder sowas. Natürlich muss ich mal gucken, ne, ich verdiene nichts, so, ne, versteht man jetzt, ne, ich arbeite nur bei der PIN. aber auch wir können natürlich immer so kleinere Sachen machen, aber so groß Gewinnspiel, Adventskalender mäßig oder sowas, das kann man natürlich jetzt nicht bieten.
Gibt zwar natürlich Alternativen, die man mal so machen kann, aber es sind halt so Spiele, die sind nicht auf den auf ein Genre bezogen, sondern die gehen in allen Genren und so rein. Weiß ich nicht, was ihr davon so haltet. Rathaus Spandau. Hat sich wie so eine Wundertüte denn, ne? Also so, 137. Ja, ich muss immer wieder gucken. LinkedIn. Ja, deswegen sage ich ja schon lange nicht mehr. Und hier geht die Performance. Dass sie das nicht in den Griff bekommen haben, war das ist Wahnsinn. Hallo. Weißt du, früher zu OMSI, zwei Zeiten, wo das Ganze rauskam oder sowas, ja, musste man ja noch die ganze. Ja, um sie ja noch so optimieren und sowas, ne? Da hieß dann immer so in den Foren und alles was, ja, wenn Spandau bei dir, also wirklich U-Bahnhof Rathaus Spandau bei dir flüssig läuft, dann läuft um sie allgemein flüssig. Hat sich das ja eigentlich bis heute durchgesetzt? Ne? Ja. Wenn du Spandau 60 FPS hast, dann hast du, also hier Rathaus Spandau, dann hast du überall 60 FPS. Hab ich mal gelesen. Das muss aber auch schon, ja, einige Zeit her sein. Moritzstraße. Übrigens heute Abend, Leute, Livestream. Ab 19 Uhr geht's los. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr dabei seid. Geht nicht um OMSI, es geht um was anderes. Aber trotzdem einfach mal vorbeischauen, würde ich mich freuen. Ja, falls wir uns dann wiedersehen. Wie gesagt, 19 Uhr geht auch nicht lange, so ein, zwei Stunden oder sowas. Das soll ein ja, Start für ein neues Projekt werden. Das wäre natürlich cool, wenn ihr mit dabei seid. Und wenn wir das Ganze dann allgemein aufziehen, geht dann weiter mal so Let's Play, Livestreams. Müssen wir mal so ein bisschen mischen. Das Problem ist eigentlich an der ganzen Sache, ich wollte eigentlich mit dem Bus-Simulator fertig sein. Ich habe es nicht geschafft. Der Bus-Simulator zieht extremst. U-Bahnhof Altstadt Spandau. Und ich jetzt eigentlich keine Lust habe, jetzt mit dem Bus-Simulator aufzuhören, weil ich eigentlich schon gefühlt eigentlich schon relativ weit gekommen bin. Also das wäre auch schon cool, wenn ich es dann halt packe, das auch endlich mal durchzuspielen. Ich habe es ja auf dem PC letztes Jahr ja vielleicht eine Stunde, zwei Stunden gespielt und sonst halt gefühlt gar nicht. Ja, komm, geh doch mal weg hier von Bordsteinen. So gefährlich hier, diese Stelle hier, ich habe sie gehasst. Ich habe sie immer gehasst. So, jetzt ist noch wieder die Frage. War das jetzt hier? Und das kann ich mir echt nicht vorstellen. Ne? Ist das heute immer noch so oder ist das heute nicht mehr so? Dass er denn hier lang fährt und dann hier nochmal so komisch wendet? Kannst mir. Also, es gibt sowas von überhaupt keinen Sinn. So, ist das hier? Jetzt 137 Richtung starten. Keine Ahnung. Richtung Falkensee. Ja, das sieht doch richtig aus. So, weil wir jetzt die ganze Zeit Verfügung hatten, haben wir jetzt eine Verspätung. Nett. So, dann müssen wir uns noch in die Karre fahren, dann sind wir glücklich. Ja, jetzt auch im Dezember erscheint der Lightshell-Simulator. Auch hier gab es natürlich einiges zu berichten. Ich musste ja meine News updaten.
Die war ja natürlich schon ein bisschen sehr, sehr alt. Meine News-Folge, also ich musste sie halt, bin ja Dienstag in Urlaub gefahren und brauchte natürlich die News ja dann schon für den kommenden Sonntag denn. Und da habe ich das Ganze natürlich am Montag aufgenommen, so spät wie es ging, Montag, damit ich halt mehr irgendwie noch auffassen konnte. Na, da kamen noch ein paar News zusammen, halt auch nochmal rund um den Leitstand gemacht hatte und dann auch meine Meinung da so gepostet gehabt, so ja, wie sieht's aus. Ja, und dann mitten in der Woche natürlich kam das Ganze denn, ne? Das wurde dann aufgeklärt, so meine Bedenken. Und ich konnte natürlich das Ganze dann halt nicht wirklich dementieren, weil ich ja nicht da war. Und ja, ein bisschen blöd gelaufen. So ist das halt, ne? U-Bahnhof Altstadt Spandau. Ich habe wirklich jetzt so mal echt gesagt gehabt, ich nehme keinen Computer mit, ich nehme keinen Laptop mit oder sowas. Einfach mal so ein bisschen nur Handy, Smartphone so. Ja, vielleicht damit ich ein bisschen so auf dem Discord oder Steam mal so ein bisschen looky-looky machen konnte. Hallo. Aber sonst wirklich gesagt so, nee. Man muss auch mal ohne. Aber immer wieder schön, dass so der ein oder andere sich dann immer so meldet, so ey Bio, wie geht's, was macht Urlaub? Ja, also Fasus, an dich ein großes Lob, großes Dankeschön für deine ganze Unterstützung da. Aber naja, jetzt müssen wir uns erstmal wieder durchkämpfen bis zum nächsten Urlaub. Ich glaube, der ist schon wieder in 2 Wochen oder sowas. 2,5 Wochen. Dem ist schon wieder Urlaub. Aber dann nur eine Woche, 3 Tage, irgendwie sowas war das. Falkenseer Platz. Ja. Und dann war es das für dieses Jahr. Aber das Jahr auch schon wieder so gut wie zu Ende. Also das Jahr ist wirklich gerannt. Also wenn ich das wirklich mal so betonen darf, das Jahr ist wird. Es war einfach so schnell zu Ende. Wir haben so unglaublich viel geschafft mit dem Kanal. Es hat mir so unglaublich viel Spaß gemacht. Und das ist wahrscheinlich so auch, warum ich habe ja wirklich, wo ich ja damals bei Micro Hazard TV gegangen bin, ja, habe ich wirklich überlegt, ob ich aufhöre mit YouTube. So 3 Jahre YouTube, ja, so denkt man, sollte reichen, ja, um das halt alles mal gesehen zu haben, wie das Ganze funktioniert oder sowas. Und ja, da war da so ein Futzel, der gesagt hat so, nee. Also aufhören ist nicht. Du willst nicht mit? Alles klar. Ach du Pech. Boah, es war knapp. Ja, und dieser Futzel hat dann gesagt so, nein, ist nicht. Mach weiter. Jetzt sieht das hier so falsch aus, oder? Nee. Flankenschanze. Das sieht irgendwie voll falsch aus hier. Aber gut, wir fahren ja jetzt auch im Winter. Das sieht meistens immer alles komisch aus. Ja, nee, und wie gesagt, dieser kleine Prozentsatz hat so gesagt gehabt, so nee, du machst weiter. Und ja, heute stehen wir hier mit dem ÖPNV-Kanal. 2600 Abonnenten. Oh, Alter. Das habe ich nur euch zu verdanken. Und dann kommt halt noch dazu, dass es mir dadurch auch mega Spaß macht. Ich habe keinen Drang mehr. Naja, so irgendwelche, dass ich persönlich irgendwelche Spiele spielen muss. Ich spiele jetzt wirklich nur meine Sachen, Omsi und Lotus. Und das sieht man auch auf dem Kanal. Also überwiegend, großteils ist hier Omsi und Lotus vertreten. Das sind so meine Simulatoren, die ich unglaublich gerne spiele. Und wie gesagt, der Kanal das natürlich schon so präsentiert, ne? Denn ist schon was Cooles. Da ist man so mittendrin, freut man sich so, ja, dass das Ganze halt dementsprechend so funktioniert. Und das macht mir dann halt auch Spaß, denn, ja. Auch zu sehen, denn halt, dass man mal so ein bisschen so im Internet so guckt, so was es so gibt und gibt es da Videos zu. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, wenn man so meine Videoplaylist mal so abscrollt. Ne? Wir haben schöne Aufrufe, sehr, sehr schöne Aufrufzahlen. Finde ich persönlich natürlich, boah, das habe ich auf Micro Hazard TV einfach nicht geschafft. Das habe ich auf Micro Hazard TV nicht geschafft. Und dann natürlich auch noch so eine Videos wie zum Beispiel der Bus-Simulator, ja, den wir auf der Konsole gespielt haben. Großartig. Das Ding hat fast über 60.000 Aufrufe. Also,
Was ist los? Ja, 60.000 Aufrufe, das ist der absolute Wahnsinn. Kenne ich gar nicht. Ich habe ein Video natürlich gemacht auf Microsoft TV, aber das war so eine Trailer-Show gewesen. Da habe ich ein Video gemacht gehabt von allen Teilen des Landwirtschaftssimulators. Ja? Und das Ding hatte dann auch über 100.000 Aufrufe. Aber das war halt nur so ein bisschen Video zusammengeschnippelt, fertig. Aber das war ja halt wirklich ein Let's Play und das mit 60.000 Aufrufen. Ey, Leute, das ist Wahnsinn. Ja? Und auch die ganzen anderen Videos, ja, die ÖPNV-News, das ist ja so ein Format, was ich persönlich, also ich muss sagen, ich habe es bis jetzt bei noch keinem anderen gesehen. Ja? So simulationstechnisch, Welt, weiß ich nicht. Ich bin jetzt auch aber nicht so groß unterwegs und vielleicht macht es so der ein oder andere auch. Aber so an sich, in der Form habe ich es natürlich auch noch nicht gesehen. Und finde ich natürlich klasse, dass mir sowas dann einfällt. Ne? Man muss halt ein bisschen kreativ werden, denn auch bei YouTube. Ne? Man muss sich natürlich auch ein bisschen, ja, sein eigenes Ding so durchziehen. Und ich glaube, wenn man das macht, dann kriegt der Kanal so einen eigenen Charakter. Zweibrücker Straße. Und ich glaube, das habe ich hier geschafft auf ÖPNV Simulation. Also den eigenen Charakter. Ich habe tolle Leute kennengelernt. Also Wahnsinn. Ja, also fangen wir mit Phasis an. Lebendig, den Hobbyfilmer, den wir schon live so gesehen haben. Leute erkennen mich tatsächlich wieder. Das ist dann super, ja, wenn man mich schon an der Stimme wiedererkennt. Ja, jetzt zum Beispiel jetzt in Hannover, ja, dass mich da der Dominik da erkannt hat. Das war schon klasse. Steven, ja, meine, der hat jetzt natürlich mit Omsi jetzt nichts groß am Hut, aber trotzdem, das sind dann halt alles so ein bisschen so Kontakte knüpfen und sowas. Und sowas finde ich klasse. Sowas durch YouTube zu schaffen, ja, das ist, finde ich super. Falkenseer Chaussee, Zeppelinstraße. Also von daher, an allem, ja, die jetzt bis hier noch gucken, ja, weiß man ja nicht. Fettes Dankeschön für alle eure Unterstützung. Das ist klasse. Wenn ihr mehr haben wollt hier, ne, blende ich euch mal was ein. Da könnt ihr uns gerne zustoßen. Discord und Twitch und was weiß ich alles, was da noch gibt. Ja, ihr könnt uns natürlich auch selber jetzt natürlich schreiben. Ja, das zählt jetzt natürlich ein bisschen an der Performance. Aber wir haben auch schon wieder Verfrühung. Ja, wir hatten ja gerade Verspätung. Warten wir mal jetzt kurz mal jetzt ab hier, damit das Ganze verschwindet, aber die ganzen Fahrgäste sind jetzt hier alle ausgestiegen. Wahnsinn. Den sieht er natürlich noch mehr aus. Natürlich versuche ich auch halt immer so ein bisschen weiter zu experimentieren, dass das Ganze hier noch schöner wird, noch freundlicher wird. Ob ich jetzt zum Beispiel mich jetzt mal nochmal in so einer kleinen Siegener Straße. Ja, mich nochmal belesen, wie man zum Beispiel Thumbnails nochmal ein bisschen schöner bearbeiten kann. Ich finde, meine Rundung, die ich ja schon extravagant gemacht habe, fällt natürlich auch sofort auf. Ja. Aber es war immer, es ist noch nicht so hundertprozentig. Jetzt habe ich mal probiert, das mit der Unschärfe-Effekt zu machen. Könnt ihr mir ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie euch das gefällt. Ich habe gelesen, das soll irgendwie das menschliche Auge schonen. So blöd, wie das klingt, ja. Das soll das menschliche Auge schonen, ja? Wenn sich zum Beispiel was auf irgendwas fokussiert und das andere so an der Seite dann unscharf wirkt, damit das Ganze natürlich hervorgehoben wird halt auch. Ja? Ich meine, ihr seid ja bestimmt schon mal auf YouTube so unterwegs gewesen oder so und habt ihr ja bestimmt schon gesehen, ja, mit Smileys und Pfeilchen hier und Explosion da und hast du also gesehen. So was werde ich nicht machen. Ich werde auch keine Grimassen ziehen in irgendwelchen Thumbnails oder allgemein meine Visage in den Thumbnails mit einbauen, so, ja, als ob jetzt was Weltbewegendes passiert ist, wie welche Busfahrt. Geil. Also sowas werde ich definitiv nicht machen. Aber so eine kleinen Sachen wie zum Beispiel diesen Unschärfe-Effekt finde ich persönlich eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil manchmal sieht man halt beim Bild geschossen, man kriegt es nicht wirklich schöner retuschiert oder sowas, ja. Und dann hast du halt teilweise wirklich den Bus zentral, zwar in der Mitte, aber halt so klein, dass du damit nichts machen kannst. Und wenn du dann halt ein bisschen was rausschneidest oder sowas, dann sieht das halt alles wieder komisch aus, so links und rechts. Und das mit dem Unschärfe-Filter finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt.
weiß, ich laber euch jetzt hier die ganze Folge zu. Wahnsinn. Aber hey, das ist ein Let's Play. Mülheimer Straße. Let's Speak Play? Let's Speak Play passt wahrscheinlich besser. Dafür werde ich in den nächsten Folgen wahrscheinlich wieder weniger quatschen, weil ich dann wieder nichts zu erzählen habe. Das ist immer so, die erste Folge, die du aufnimmst, jetzt wieder so, yeah, das ist wieder voller Elan. Und muss anklotzen. Aber nein. In den nächsten Folgen wird es dann wahrscheinlich wieder ein bisschen ruhiger. Hallo. Ja, wie gesagt, zum Livestream heute Abend, 19 Uhr, denn, wie gesagt, lange nicht. Das Ganze ja auch noch dementsprechend ein bisschen aufnehmen muss und bearbeiten muss. Dann Wasserwerkstraße. Auf jeden Fall ein schönes Projekt zum Abschluss des Jahres noch. Finde ich, das ist auch eine coole Zeit, dass das Spiel jetzt released wird. Halt jetzt ein bisschen abseits von den ganzen AAA-Spielen und sowas, jetzt geht es jetzt auf Weihnachten zu. Die großen Publisher haben all ihre Spiele jetzt veröffentlicht. Ja, jetzt also jetzt wirklich die ideale Zeitpunkt, jetzt sein Spiel rauszubringen. Warum das hier immer noch so verbuggt ist, ey? Wahnsinn. Ja. Naja, aber wie gesagt, jetzt haben wir uns die Menschen auf jeden Fall angeschaut. Jetzt könnt ihr euch da dementsprechend euer eigenes Bild machen. Also wie gesagt, jetzt viel gesprochen haben sie mit mir jetzt persönlich natürlich nicht. Das ist ein bisschen natürlich schade, ne? Aber so große Auswahl, muss ich persönlich jetzt sagen, war jetzt auch nicht dabei. Wie gesagt, das kann man aber wieder alles in den Optionen einstellen. Oder man hätte natürlich die Humor-Datei auch so anpassen können, dass zum Beispiel nur diese Menschen hier rumlaufen. Hätte Fahrradkette, wisst ihr ja, wie es ist. Und haben wir jetzt dementsprechend nicht getan. Wir haben sie jetzt einfach normal integriert. Querwinkel. Ich sehe gerade, wie faul die eigentlich waren hier. Bitte, haben sie zwei, drei Bäume gesetzt und dann haben sie einfach so einen Hintergrund-Background gesetzt. Ja? Wenn das heute wahrscheinlich jemand jetzt spielen würde, der jetzt Karten kritisiert, der hätte das hier auf jeden Fall bemängelt. faules Gesindel. Ja, du lässt mich nicht. Ja, du bist sehr freundlich, danke. Zu freundlich. Ach, Mann. Ach, hör doch mal auf zu ruckeln. Macht so keinen Spaß an sie. Weil ich echt nicht weiß, warum der hier ruckelt. Am Bogen. Ja, das war die Linie 137. Alte Erinnerungen werden wach. Um sie eins sage ich bloß. Na, schon auch mit dem Doppeldecker. Ah, das waren noch gute Zeiten. Aber damals, ich fand Omsi damals schon ziemlich geil. Schon sehr ziemlich geil. Aber ich weiß nicht, damals hat mich das nicht so gepackt. Sodass ich dann irgendwie Bedürfnis hatte, das Ganze aufzunehmen und sowas. Ne? Man musste sich ja, ich weiß noch, oh mein Gott, wie ich damit angefangen habe zu spielen, mit Tastatur. Die ersten Stunden Omsi mit Tastatur. Halten Sie auf Chaussee, Stadtrandstraße. Also damals so ein komisches Billig-Lenkrad, ja, was kein Spiel unterstützt hat eigentlich. Und da musste ich dann halt mit Tastatur mir aushelfen und das war einfach nur furchtbar. Obwohl, es ging eigentlich. Also man hat sich da so ein bisschen reingefummelt und dann ging das Ganze. Aber komisch war es schon. Bin ja mal auch gespannt, ob wir dieses Jahr vielleicht noch das C2-Addon bekommen, wird das ja eigentlich schon mal ursprünglich angekündigt war, dass es dieses Jahr vielleicht noch erscheinen soll. Ja, sehen wir auch nichts aktuell. Leider wurde ich auch nicht in der Beta eingeladen. Aber wenn, hätte ich sowieso nicht zeigen dürfen. Und wahrscheinlich auch nicht reden dürfen darüber, also das ist auch wieder blöd. Ja, Düsseldorf, keine Ahnung, was damit ist. Das ist auch ein bisschen verschollen. Also viele DLCs, die eigentlich für dieses Jahr angekündigt worden sind, ja, Spule ist verschwunden.
Aber vielleicht erwartet uns ja das große Weihnachten. Vielleicht hauen sie alle am 24.12. ihre Addons raus. Man weiß es nicht. So. Aber wir sind da. Ich erlöse euch, Leute. Ich erlöse euch. Großartig, oder? Also wie gesagt, die neuen Menschen, spektakulär sind sie jetzt nicht, aber auch jetzt nicht so toll, dass man jetzt sagt, so, dass das jetzt absoluter Reinfall ist. Es ist ein netter Gimmick, aber nicht zwingend notwendig. Also von daher, wenn ihr da zum Beispiel neue KI-Menschen haben wollt, dann schaut nochmal nach. Es gibt auch eine kostenlose Alternative, ob euch die vielleicht nicht schon reichen. Aber wenn ihr zum Beispiel sowieso die restlichen Pakete gekauft habt, dann wird das Ganze euch jetzt nicht einen großen Schuldenberg bereiten. Ja, für 96, denke ich mal, ist das halt vollkommen in Ordnung. Wie gesagt, ein weiterer DLC soll noch kommen. Ob es jetzt noch dieses Jahr wird, weiß ich nicht. Angekündigt hatten sie es ja für November. Davon gehe ich mal jetzt schon wieder mal weg, dass das Ganze halt ist. Es sollten ja 2 DLCs im November erscheinen von Harlequin. Aber dadurch, dass sie noch weitere Leute suchen für das Bus-Addon, kann ich mir nicht vorstellen, dass es noch jetzt erscheint. Ja, aber sonst, die Menschen müsst ihr halt dementsprechend halt selbst entscheiden, ob euch das gefällt oder nicht. Ihr könnt gerne das Video kommentieren. Bitte aussteigen. Ja, so ein bisschen posten. Ein bisschen pushen vielleicht noch so, ne? Indem ihr einfach so push den Button macht. So. Einfach mal so ein bisschen Däumchen nach oben, Däumchen nach unten. Würde ich mich persönlich sehr drüber freuen. Und ja, damit würde ich mich jetzt auch von dieser Folge hier verabschieden. Ich bedanke mich natürlich, dass ihr dabei wart, dass ihr ein Ohr für mich hattet, weil ich euch auch so voll gelabert habe. Aber es ist wieder schön, zu Hause zu sein, das kann ich sagen. Ich verabschiede mich hier, wünsche euch noch einen ruhigen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!